Jetzt ist endlich da, der Tag der Entscheidung, der Tag, an dem sich zeigen wird, ob die Märkte richtig lagen mit ihrer extrem dovischen Erwartung an die Fed oder eben nicht. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Handelstag. Gestern hatten wir ja einen unglaublich dichten, extremen Handelstag mit einigen Bomben, angefangen mit Mario Draghi, der gestern ja Whatever It Takes 2.0 geliefert hat. Jetzt wissen wir durch Insider, dass das wohl nicht so wirklich abgestimmt war im Rat der Europäischen Zentralbank, aber man über diese Themen nur ganz sekundär gesprochen. Das war noch gar nicht so weit, wie Draghi das jetzt präsentiert hat. Und man fürchtet laut dieser Insider aus der EZB, dass jetzt man so unter einen Erwartungsdruck kommt, nachdem Draghi diese Bombe hatte platzen lassen. Interessant, dass Mario Draghi wieder mal so einen solchen Alleingang gemacht hat, weil die Inflationserwartungen am Vortag seiner gestrigen Rede auf ein neues Allzeittief gefallen waren. Und erinnern wir uns, Whatever It Takes 1.0, diese Rede, die damals zu einer kompletten Drehung der Märkte geführt hat, die den Euro nach oben gebracht hat im Jahr 2012, die war auch nicht abgestimmt, wie wir inzwischen wissen. Das hatte Draghi damals auch so entschieden. Also man kann sagen, er hat schon Eier in einer bestimmten Weise, sich jetzt so weit aus dem Fenster zu lehnen, angesichts der Tatsache, dass er bald, nämlich im Oktober, dann sein Amt verlassen wird. Die zweite Bombe war dann der Tweet von Donald Trump. Zeigen wir zunächst mal vielleicht, oder dieses Bild, der Tweet von Donald Trump in Sachen Handelskrieg. Hier das bessere Bild mit Xi Jinping. Es wird dieses Treffen geben. China hat das bestätigt. China hat heute nochmal klargemacht, beziehungsweise Xi Jinping selbst in einem Artikel für eine nordkoreanische Zeitung, dass die Atompolitik, die Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un betreibe, genau richtig sei, um Frieden auf der Halbinsel zu erreichen. Das ist eine klare Botschaft, dass es eben nicht so ist, wie die amerikanischen Medien das teilweise darstellen, dass Xi jetzt nach Nordkorea reist, um den so ein bisschen gefügig zu machen, damit der mehr tut, das, was die Amerikaner wollen. Das ist Bullshit, sondern man schaut sich mal diesen Artikel an, der da erschienen ist. Da wird eben ganz klar sozusagen diese Allianz China-Nordkorea thematisiert, nach oben gebracht und gesagt, ja, wir unterstützen, wir China unterstützen euch in dieser Haltung. Das ist die richtige Haltung und die ist ja derzeit eher wieder konfrontativ seitens Nordkoreas. Dann kam dieser Tweet von Donald Trump in Sachen Jerome Powell. Hier sehen wir Jerome Powell sitzen. Hier sitzt der Stanley Fischer, der ehemalige Fed-Vize, damals unter Janet Yellen, der eigentliche Kopf der Fed damals, weil Janet Yellen eher so eine Kompromisskandidatin war, hat man im Nachhinein das Gefühl, nicht so wirklich ein Alpha-Tier. Jedenfalls Stanley Fischer hat gestern in Sintra auf derselben Konferenz, wo Mario Draghi diese außergewöhnliche Rede gehalten hat, ganz scharf die Trump'sche Einmischung in die Geldpolitik kritisiert und gesagt, geht gar nicht, und hat gleichzeitig angedeutet, dass die Anhebung des Zinses im Dezember, also die letzte Zinsanhebung, die Fed gemacht hat, durchaus auch ein Zeichen an die Trump-Administration gewesen sei. Das ist schon eine ziemliche Bombe. Hier übrigens sehen Sie mich damals sitzen innerhalb der Fed. Dann haben wir Aussagen von Donald Trump jetzt nochmal zu Jerome Powell gefragt von Reportern. Ja, wie ist es denn, nachdem diese Meldung kam, das Weiße Haus hätte eine Möglichkeit gefunden, legal den Fed-Chef zurückzustufen vom Fed-Chairman zu einem normalen Fed-Mitglied. Trump hat gesagt, ja, schauen wir mal, es kommt jetzt darauf an, was er macht. Also es ist nach wie vor nicht vom Tisch, dass das Weiße Haus versuchen könnte, Jerome Powell abzusetzen. Allerdings muss nach geltender Rechtslage das vom Kongress abgestimmt werden und kann eigentlich nur durch ein eklatantes Fehlverhalten eben des Fed-Chefs ausgelöst werden. Das wird durch den Kongress nicht kommen, weil da eben auch die Demokraten im Abgeordnetenhaus die Mehrheit haben. Also das wäre eine weitere Zuspitzung. Das hat dafür gesorgt, dass die Euphorie gestern so ein bisschen nachgelassen hatte, zumindest an den Märkten. Wird das jetzt die Haltung von Jerome Powell beeinflussen? In welcher Situation ist er jetzt? Nach wie vor diese massive Kritik von
Donald Trump, der gestern Mario Draghi kritisiert hat, gesagt, ja, das ist unfair, die manipulieren ihre Währung nach unten. Der, nämlich Trump, gestern über die DAX getwittert hat, ja, guckst du, der ist so stark gestiegen. Das ist unfair. Also das ist schon unglaublich. Der US-Präsident kümmert sich um den DAX und findet alles unfair. Er verschweigt dabei allerdings, dass auch die Amerikaner natürlich ihre Märkte massiv manipulieren, angefangen von der Fed-Politik, Quantitative Easing über Aktienrückkäufe in größtem Stil etc. etc. Brauchen wir nicht näher darauf eingehen. Jedenfalls hatte Trump gesagt, ja, schauen wir mal, was er macht, ob wir da vielleicht mit ihm weiter zufrieden sind oder ihr doch die Tendenz haben, ihn abzusetzen. Dann haben wir vielleicht mal die Grundsituation, die wir jetzt haben. Gestern Massaker bei den Anleiherenditen, ging alles nach unten. Jetzt haben wir in Dollar gesehen, die Negative Yielding Bonds, also die Anleihen mit Negativrendite, sind jetzt praktisch auf einem neuen Allzeithoch. Gestern auch die österreichische Anleihe, die schwedische, die australische Anleihen, die vorher nie negativ rentiert haben, die 10-Jährigen nämlich, sind jetzt negativ rentierend. Dann haben wir hier zum Beispiel die sogenannten Finanzkonditionen. Hier sehen wir den Federal Funds Rate, also den Leitzins der USA. Und hier sehen wir die sogenannten Financial Conditions. Und die waren im Dezember durchaus, deswegen hat die Fed wahrscheinlich auch reagiert, sehr rigide. Das heißt, es war wahrscheinlich für Unternehmen schwierig, Kredite zu bekommen, weil eben damals im Dezember so eine gewisse Panik herrschte. Die ist jetzt vorbei. Wir haben eine relativ lockere Finanzbedingungen, easy financial conditions. Dementsprechend gibt es für die Fed eigentlich aus dieser Motivationslage heraus keinen Grund, die Zinsen zu senken. Und wenn wir uns mal ein paar Äußerungen noch anschauen, kürzlich von Charlie Evans, Chef der Chicago Fed, der sagt ja, wenn ich mir die Märkte anschaue, dann suggerieren die Dinge, die wir selber bei der Fed gar nicht sehen. I haven't seen in the national data. Und wenn wir uns die nationalen Daten der USA mal anschauen, dann sehen wir die Arbeitslosenquote. Das hat Herrn Jan Hatzius von Goldman Sachs nochmal auch betont. Wir sehen die Arbeitslosenquote, die offizielle, ich weiß, das ist natürlich nicht wirklich ein Maßstab, auf 50-Jahrestief. Wir sehen, dass die BIP-Erwartungen tendenziell wieder nach oben gehen, seit der letzten FED-Sitzung auf jeden Fall nicht gefallen sind und bis auf den New York Empire State Index kürzlich und die US-Arbeitsmarktdaten aus dem Mai waren die Daten eigentlich relativ solide. Jetzt haben wir die Aktienmärkte auf einem neuen Allzeithoch praktisch und die Zölle gegen Mexiko sind auch erstmal vom Tisch. Jetzt gibt es vielleicht sogar auch Gesprächsbereitschaft, Wiederaufnahme der Gespräche, auch wenn da lange nichts bei rauskommen wird, sicherlich, wenn überhaupt was bei rauskommen wird. Das hat Trump extra gemacht, um erstens jetzt gleich den Beginn seines Wahlkampfes, der jetzt ja gestartet, der für das Jahr 2012 gestern gestartet, gestern bringt er diese Aktion, also das war wahltaktisch sicherlich motiviert. Er weiß, dass er damit sozusagen nochmal punkten kann, wenn er sich um eine Verständigung in der Zollfrage bemüht. Schauen wir uns die Charts an, was ist hier zu konstatieren. Hier sehen wir den S&P gestern mit diesem massiven Move. Dann ging es wegen des Trump-Tweets ein bisschen nach unten. Jetzt laufen wir seitwärts. Ähnliches Bild im Dow Jones, der noch ein bisschen freundlicher sich darstellt als der S&P 500, 26.492. Was haben wir noch? Der DAX war der große Profiteur, Doppelboden hier unten. Klar, wenn dem so ist, dass wirklich die EZB diese Instrumente auspacken will, ein Akt der Verzweiflung, aber eben das Liquiditätsversprechen, und dann würde der DAX mehr profitieren als die US-Indizes nicht profitiert hat, naturgemäß der Euro, der allerdings stärker hätte fallen können angesichts dieser dovischen Bombe von Mario Draghi, aktuell 1,1190. Wir sehen den Goldpreis relativ volatil hier mit dieser sich ständig ändernde Nachrichtenlage 1346 und wir sehen, dass amerikanische Crude Oil das profitieren kann von dieser Risk-On-Mentalität. Die Frage ist, bleibt die so? Wird die Fed jetzt sozusagen ihre letzte Chance auch vertun, den Märkten mal zu sagen, ja, ich laufe euch nicht immer hinterher, sondern ich habe hier eine eigene Sicht auf die Dinge. Ihr seid zu krass, die Zinssenkungserwartungen sind ja ins Kraut geschossen, die Anleiherenditen sind abgestürzt. Wenn die Fed jetzt noch dovish ist, dann werden die Anleiherenditen weiter abstürzen. Wenn die Geldpolitik der EZB weiter so geht, dann werden wir weiter eine massive Inflation der Vermögenspreise haben, dann werden Immobilien noch teurer etc. Also die Notenbanken sind jetzt in einer entscheidenden Phase und wir dürfen gespannt sein, wie diese Phase sich auflösen wird. Ihnen einen guten Start in diesen Handelstag, meine Damen und Herren. Servus und ciao.